Freunde, weiter geht's mit Star Wars Jedi Fallen Order. Seid herzlich willkommen und wir gehen hier jetzt mal auf den Fahrstuhl. Gut, der muss anscheinend aktiviert werden, oder? Ja. Dann mal rein hier. Es hat jetzt Strom. Sehr schön. Ab nach oben. Und bloß raus hier. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Jawohl. Er macht erstmal den Übungen. Krasser Typ. Hey, ich kenne diese Band. Wir meditieren erstmal. Gehen zum Fähigkeitenbaum. Hahaha, wenn wir keine haben. Sehr witzig. Aber halt mal. Na, das ziehen wir uns da gleich rein. Das hört sich auch übelst geil an. Findet wohl eine Rockparty oder so statt. Sehr nice. Oder das ist so eine Art Kampfarena. Tatsache. Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Auf zurück. Na, Wahnsinn, da ist unser Freund. Verdammt. Wir haben schon gewettet, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin John Turbo, Baby. Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy 4 abdanken. Der hat uns beide zusammen. Das werde ich. Sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Eine Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Eine Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby. Wir sind voll am Arsch. Du willst eine Show? Ah. Dann bekommst du eine Show. Ja, nice, wir haben unser Lichtschwert wieder. So, dann machen wir die mal platt hier. Deswegen sammelt er die Tierchen. Der macht hier eine dicke Kampfarena. Ah Mist, wir haben keine Macht mehr. Krass, Alter, eine Kampfarena. What the hell? This is so crazy. Oh my goodness. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen. Hast recht. Flammenkäfer. Alter, was wir jetzt alles so für Kreaturen, ne? Für Lebewesen hier von diesem Planeten scannen können. Was? Ja, das war der neue Move. Richtig geil. Kostet zwar richtig viel Macht. Aber scheint wirksam zu sein. Na, das nenne ich einen Kampf! Machen wir das Ding platt! Ich mach euch platt! Oh, übler als die Brunstern und Yelvin Fry! Unfair! Das hat sogar ich kommen sehen. Ja, die dicke Spinne können wir also auch ranziehen.
von mir, mein Freund? Oder hast du schon die Hose voll? Hässliche Spinne. Ich hasse Spinnen, vor allen Dingen in so einer Größe. Und jetzt der Dicke mal hier dran. Sag ich doch. Putz, weg mit ihm. Das Beste kommt erst noch. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Blocks und einen Fähigkeitspunkt erhalten. Richtig geil. Mordi. Oh nö, ne? Lauf bloß nicht weg. Was hat er gerade gemacht? Ah, seht nur, wie er sich bewegt. Gleich nochmal. Jetzt ist aber mal Schluss hier mit lustig, mein Freund. Nochmal lasse ich mich von dir nicht one-hitten. Ich hole ihn mir. So, jetzt können wir den auch scannen, Mordi. Kopfgeldruide. Die Mantis? Krass. Schnell mal rin hier. Ja, nice. Halleluja. Krass abgefahren. Grace, du bist berühmter und... Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Druidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Kerl, wir haben Tafel. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Da hat er recht. Hey, Kerl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit dir.
Du musst das ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mit mir passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glücksträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Oh, Tafu und Mary auf Kashyyyk. Also wir sollen sie auf Kashyyyk treffen. So steht das da. Ja, gut, Freunde. Und da machen wir dann auch beim nächsten Mal weiter. Das war's erstmal schon mal wieder für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns. Haut rein.